Ja, herzlich willkommen auf der RC-Modellbauer. Heute werden wir mal schauen, welcher Klebstoff für PLA am besten geeignet ist. Gleich nach dem Intro. Ja, wie machen wir jetzt den Klebertest? Also ich habe mir jetzt hier so PLA-Würfel gedruckt. Die sind 10x10 und 5 mm stark. Hier werde ich jetzt den ersten Test mal einfach stumpf gegeneinander kleben. Ich habe einmal die glatte Seite und einmal die raue Seite von oben. Oder etwas rauer. Ich werde jetzt erstmal die glatten Seiten aufeinander kleben. Quasi so. Und dann lassen wir es mal 24 Stunden trocknen. Und dann gucken wir mal, wie wir das wieder auseinander kriegen. Ja, anfangen tun wir mit UU-Alplast. Ist für haushaltliche Kunststoffe wasserfest und transparent. Gucken wir hier einen Tropfen drauf. Dann nehmen wir das Gegenstück. Das schön an der Seite rausquillen. So. Und dann legen wir es beiseite. Ja, als nächstes habe ich UU-Hart Kunststoff Spezialkleber für alle klebbaren Hartkunststoffe transparent und schnell härtend. Gleiche Prozedur. Tropfen drauf. Zusammendrücken und beiseite legen. Ja, als nächstes nehmen wir UU-Alplast Spezial Modellbaukleber. Der ist glaskar und wasserfest. Der hat so eine kleine Düse hier. Der ist für diese Plastikmodellbaukästen zum Kleben. Tun wir hier auch gut was drauf. Dann nehmen wir den Gegenpart. Verreiben das ein wenig und dann fest zusammendrücken. Ja, dann nehme ich mal Pattex Classic Kraftkleber. Ah, der zieht ein bisschen Fäden. Der Pattex so an sich. So, dann tun wir beide Hälften. Ein und dann soll man die ja eben für eine Viertelstunde beiseite legen. A few moments later. Wenn dann die Oberfläche getrocknet ist, dann soll man es einfach zusammendrücken. Ja, dann habe ich hier UU Max Repair Extreme, transparent. Schauen wir mal. Ein bisschen zähflüssiger Kleber. Quillt auch gut raus. Ja, dann legen wir die Müll beiseite. Ja, dann habe ich hier noch den UU Plus Schnellfest 2-Komponenten-Kleber. 5 Minuten verarbeiten, 20 Minuten fest. So, dann habe ich mir hier ein Stückchen Unterlage. Tropfen davon und ein Tropfen davon. Das riecht schon lecker. Und dann kommt wieder hier mein obligatorischer Rührstab. Ein Eisstäbchen. So, und dann nehmen wir wieder zwei von unseren PLA-Klötzchen. Beiden Seiten. So.
jetzt habe ich hier noch einen ganz günstigen Sekundenkleber. Hochflüssig. Den drehe ich einfach immer hier auf. Und dann nehme ich mir einen Gabelbinder, einen kleinen. Und dann kann ich da reintumpfen. Und dann verbinden wir die zwei Geräte miteinander. So. Hier brauchen wir jetzt natürlich keine 24 Stunden warten, aber wir legen es trotzdem beiseite. Day 2. Ja, fangen wir mit Alplast an. Also handfest auf jeden Fall. Jetzt machen wir mal hier den Zangentest. Ich würde sagen, das spricht für sich. Da ist das Plastik los. Ja, kommen wir Hartkunststoff. Handtest bestanden. Zangentest auch. Ja, Plast Spezial Modellbaukleber. Ja, Handtest auch bestanden. Und auch hier bricht der Plastik oder die PLA-Struktur. Ja, als nächstes hier Pattex. Da brauchen wir gar keinen Zangentest mehr machen. Der Handtest ist kläglich gescheitert. Dann habe ich hier noch Max Repair Extreme. Das war das, wo das hier rausgelaufen ist. Das ist jetzt alles hart. Handtest in Ordnung. Aber Zangentest löst es ab an der Klebestelle. Jetzt machen wir Uhr plus zwei Komponenten. Handtest ist in Ordnung. Hier hält er auch super. Ja, hier mein Sekundenkleber. Handtest in Ordnung. Aber der Zangentest bricht an der Klebstelle. Kommen wir nun zum Ergebnis dieses Klebertests. Was kann ich empfehlen? Was hat gut funktioniert? Kommen wir hier zu den ersten beiden. Also die haben sich eigentlich nichts gegeben. Das ist einmal U-Alplast und U-Hartplastik Kunststoffkleber. Die haben beide ein gutes Ergebnis gehabt. Man konnte Sachen gut zusammenkleben. Haben ungefähr eine Konsistenz wie der normale U-Bastelkleber. Die kann man gut gebrauchen. Ja, dann mein Favorit hier. Das ist hier Plast Spezialkleber. Da kann man sehr gut feine Sachen mit zusammenkleben und löst auch richtig den Kunststoff auf und schmilzt dann zusammen. Wenn man dann irgendwelche Sachen, größere, sag ich mal, mit anderen verbinden möchte, empfiehlt sich hier so ein Zwei-Komponenten-Kleber. U Plus Schnellfest hat sich sehr bewährt dafür. Ja,
Das wären dann meine vier Favoriten für das Kleben vom PLA. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen da lassen, ein Abo, falls noch nicht geschehen, oder einen netten Kommentar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Ziege One, der RC-Modellbauer. Ciao!